Hallo, liebe Hungrige. Desserts habe ich in der letzten Zeit stiefmütterlich behandelt. Ich weiß auch nicht wieso. Und dabei sind sie doch so eine schöne Abrundung eines köstlichen Menüs. Zumindest, wenn es ein Dessert wie dieses hier ist. Denn mal ganz ehrlich, Mango, Oreos und eine leckere Creme. Ich glaube, das ist klar. Das muss einfach schmecken. Und dafür brauchen wir natürlich eine Mango, außerdem etwas Orangenlikör. Wer auf Alkohol verzichten möchte, nimmt Orangensaft. Wir brauchen die Oreos oder eben vergleichbare Kekse, Quark und der darf jede Fettstufe haben. Wir brauchen Sahne, Vanillezucker und Puderzucker. Zuerst befassen wir uns mal mit der Mango, schneiden am Kern vorbei eine Scheibe davon ab, drehen das Stück so, dass die Schnittfläche des Fruchtfleisches nach oben zeigt und schneiden dieses dann, natürlich am besten mit einem scharfen Messer, längs ein, mit einem Abstand von ca. 5 bis 7 mm, drehen dann das Stück und schneiden das Fruchtfleisch dann, also im rechten Winkel, nochmals ein, drücken dann von unten gegen die Haut des Mangostücks und damit das Fruchtfleisch nach außen. Die einzelnen Stücke sind nun also gut zu erkennen und diese trennen wir jetzt mit dem Messer ab. Ihr könnt natürlich auch ganz anders verfahren, da gibt es ja verschiedene Methoden. Dazu gibt es übrigens auch ein Video von mir, auf das ich am Ende und in der Infobox verlinke. Die abgetrennten Fruchtfleischwürfel brauchen wir später und deswegen geben wir sie jetzt erstmal in eine Schüssel und stellen sie beiseite. Das restliche Fruchtfleisch der Mango lösen wir vom Kern ab, zerschneiden es nur grob und geben es dann in ein passendes Gefäß, um es darin mit dem Pürierstab zu bearbeiten. Und das Mangopüree ist auch ganz schnell fertig. Nun zu den Oreos, ein paar davon, mindestens 4, eventuell weitere 4 für die Deko, sollten ganz bleiben. Die anderen werden zerbröselt, nicht zu fein, aber auch nicht bloß halbieren und hinterher werdet ihr euch die Hände waschen müssen. Nur noch die Creme zubereiten, dafür geben wir den Quark in eine Schüssel, gießen dann die Sahne dazu, Puderzucker wird eingestreut und dann gießen wir den Orangenlikör mit hinein, alternativ wie gesagt Orangensaft und dann ergänzen wir alles noch mit dem Vanillezucker und nun wird alles gründlich miteinander verrührt. Am besten natürlich mit dem Schneebesen des Rührgeräts. Auch das ist ruckzuck erledigt. Womit wir nun auch schon mit dem Einschichten beginnen können. Und das heißt, auf den Boden eines geeigneten Gefäßes, am besten eins aus Glas, einfach wegen der Optik, kommt jeweils ein Oreo. Und dann brauchen wir die Quarkcreme, verteilen davon so viel darauf, dass wir eine feine Schicht haben, also ca. 1,5 gehäufter Esslöffel. Dieser Schicht folgt eine aus dem Mangopüree, mengenmäßig wieder ungefähr das gleiche. Und wenn wir diese erledigt haben, geben wir von den Oreo-Bröseln darauf. Seid da nicht zu knausrig. Und so verfahren wir weiter. Als nächstes also wieder eine Schicht von der Quarkcreme, in etwa wieder von der gleichen Dicke. Dieser folgt dann wieder eine Schicht vom Mangopüree. Und wie viel ihr für die einzelnen Schichten braucht, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welches Dessertgefäß ihr verwendet. Aufs Mangopüree kommen dann wieder Oreo-Brösel und den Abschluss bildet dann nochmal eine Schicht von der Quarkcreme. Ist dies erledigt? Brauchen wir nun die Mangowürfel, die wir am Anfang zurechtgeschnitten haben und von diesen geben wir nun reichlich auf die Oberseite. Haben wir genug davon verteilt und noch ein paar Kekse übrig, dekorieren wir unser Dessert damit, indem wir jeweils oben einen Keks reinstecken und leicht andrücken. Und damit ist dieses leckere Schichtdessert fertig, ein bisschen Vorbereitung, aber ansonsten ruckzuck zubereitet. Dass es geschmacklich köstlich ist, ergibt sich meiner Meinung nach von selbst aus den Zutaten heraus und auch optisch, also ich finde, es macht was her. Lecker, erfrischend. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr nochmal etwas zur Handhabung der Mangos sehen möchtet oder mit den Oreos lieber ein Eis zubereiten wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.